meisten Teilnehmer sind jetzt da, die letzten steigen ein und wir gucken uns heute biologische Vielfalt im Grünland an. Und zwar einmal hier unten in der Ackerbaubörde und dann fahren wir hoch in die Eifel, ein Mittelgebirge, wo eigentlich relativ viel Grünland ist. Aber auch da ist es wichtig, dass man das wertvolle, also naturschutzfachlich interessante Grünland schützt und gemeinsam mit den Landwirten Nutzungskonzepte entwickelt. Das gucken wir uns heute an. In unserem ersten Exkursionspunkt wird es darum gehen, wie sich extensives Grünland in einer intensiven Ackerbauregion etablieren und dauerhaft sichern lässt. Wir haben vor, hier diese Fläche artenreich weiterzuentwickeln. Wir haben einen Landwirt gefunden, der das macht. Der hat leider keine Viehhaltung mehr. Er kann das an die Pferdehalter abgeben, die gerade eben so ein rohfaserreiches und rohproteinarmes Heu sehr gut gebrauchen können. Also besonders gut gelungen ist, dass wir eine wunderbare Kooperation gemacht haben mit der biologischen Station, die uns helfen konnte, die Arten aus dem Raum zu finden, die wir hier etabliert haben. Besonders ist auch, dass wir einen hoch engagierten Landwirt haben, der gerne auf der Fläche ist, der auch manches mehr macht, als er muss und auch vieles selbst erkennt. Neu ist eben auch bei dieser Neuanlage, die Fläche steht in unserem Eigentum bzw. die Flächen sind uns gegenüber dauerhaft gesichert, sodass wir hier auch viele Jahre, Jahrzehnte investieren können, um wunderbaren Bestand zu bekommen, der vergleichbar zu dem ist, was sich alle wünschen, wie es vielleicht vor 70, 80 Jahren an Grünländern gegeben hat. Wir hatten gar nicht viel Material an Galium verum, ja, also echtes Labkraut, und das hat sich super gemacht auf der Fläche. Das steht überall drin, das ist richtig klasse. Ja. Ich informiere Sie jetzt über unser nächstes Ziel. Das ist das Seidenbachtal, Naturschutzgebiet Seidenbachtal im Raum Blankenheim mit ca. 120 Hektar. Da gibt es mehr als 450 Farn- und Blütenpflanzen, viele der roten Liste. Hier gibt es keine Fläche 10 Quadratmeter, wo man nicht mindestens 30 Arten hat. Auf einem Quadratmeter sogar bis zu 35. Das sind schon Spitzenwerte. Hat man im tropischen Regenwald nicht immer. Wir haben sehr früh begonnen, schon vor 30 Jahren in einem Pilotprojekt. Und die Landwirte, die damals mitgemacht haben, sind auch jetzt noch mit dabei. Jedenfalls fast alle, bis auf einige wenige. Und wir haben damals hier geübt, wie das funktionieren kann, wie ein Milchviehbetrieb, der davon leben muss und auch natürlich überwiegend intensives Grünland haben muss, gleichzeitig aber auch 10, 15, 20% extensives, artenreiches Grünland mit verfüttern kann. Also ich fütter auch entsprechend viel Rapsschrot zu, weil sonst kriege ich die Milchleistungen nicht hin. Also das heißt, wenn Sie jetzt gar keinen Vertragsnaturschutz machen würden, würden Sie trotzdem zufüttern, um auf Ihre Milchleistung zu kommen? Würden wie, halt Flächen, wie die nicht im Naturschutz drin sind, länger stehen gelassen, um dann zu Heu gemacht zu werden. Ja. Damit man nicht, oder man geht hin und macht es ganz krass und füttert Stroh zu. Dann brauchen wir Anreize für die Landwirte. Die müssen einfach mehr Geld bekommen, wenn sie mehr Tiere und mehr Pflanzen auf ihren Flächen haben als die Kollegen. Und dann schaffen die Landwirte das. Und das ist jetzt einfach die Agrarförderung. Die muss sich auf die Landwirte einstellen, die was tun. Also die Optimalvorstellung ist, dass es uns gelingt, die milchviehhaltenden Betriebe weiter zu schützen, ihnen ein vernünftiges Einkommen zu sichern, auch ein Einkommen, das über Generationen hält, dass sie eine Perspektive haben. Wir unterstützen die Landwirtschaft, ob Milchbauern, ob Schäfer, aber auch Mutterkuhhalter in ihrem Tun. Also wir versuchen, ihnen mit Förderanträgen, sie mit Förderanträgen zu unterstützen, aber sie auch zu beraten, wie man das Grünland mit hoher Qualität erhalten kann. Ein Mix aus Ordnungsrecht und Förderrecht in die Hand nehmen, um solche verbliebenen Flächen zu erhalten. Denn, das muss man sich vor Augen halten, eine Fläche zu erhalten ist ungleich günstiger als eine
verarmte Fläche wieder artenreich zu machen. Deswegen muss immer Priorität haben für uns im Naturschutz auch, die verbliebenen Flächen mit allen Möglichkeiten zu erhalten. Wir sind ja hier in der Eifel, aber im Flachland geht es rasend schnell kaputt, das Grünland. Das ist nur noch Giftgrün, aber da ist keine Artenzahl mehr da und da muss ganz schnell was passieren. Da können wir eigentlich nicht mehr warten, da muss das Land die letzten Flächen jetzt auch durch eine Änderung des Naturschutzgesetzes unter Schutz stellen, da arbeiten wir gerade dran. Das Ziel ist ganz klar, wir brauchen mehr Biodiversität, nicht nur im Grünland, sondern auch bei den anderen landwirtschaftlichen Flächen. Und wir müssen letztendlich den Verbraucher auch hier in die Verantwortung nehmen, wenn er mehr Biodiversität auch wünscht, dass er dafür auch diese Leistungen zahlen muss. Nee, kein Weißbier. Das ist der Bergkrieg.